Der Plan für eine berittene Polizeistaffel in Wien lässt sich offenbar nicht so leicht auf die Beine stellen. Nur 4 Pferde wurden bis zum Ende der Bewerbungsfrist im Innenministerium angeboten. Mindestens 12 wollte man für den Probebetrieb ankaufen. Jetzt wird auch im Ausland nach geeigneten Polizeipferden gesucht. Nicola Corazza berichtet. Anlaufschwierigkeiten für die berittene Polizei. Ohne geeignete Pferde lassen sich die Pläne von Innenminister Herbert Kickl schwer umsetzen, die er im Februar mit einem deutschen Polizeipferd veranschaulicht hat. Eine Reiterstaffel, wie sie auch in Bayern im Einsatz ist und wie es sie bis 1950 in Wien gab. Doch die Sache hat einen Pferdefuß. Innerhalb der Bewerbungsfrist sind dem Innenministerium nur 4 Pferde von heimischen Züchtern angeboten worden. Eines wurde abgewiesen, weil zu klein. Bleiben also 3 Pferde statt 12 wie geplant. Eine Kehrtwende weg von der Idee kein Thema. Es wird nur jetzt umgesattelt. Aufgrund dessen, dass dem Bundesministerium für Inneres bislang nur 4 Pferde zum Kauf angeboten worden sind, geht man nun proaktiv auf Pferdezüchter zu, beziehungsweise dehnt man die Suche auf andere Länder wie beispielsweise Deutschland aus. Das Innenministerium ist aber zuversichtlich, genug Pferde im Ausland zu finden und will weiterhin im August mit der Ausbildung der Pferde und der Reiter beginnen. Von denen gibt es mehr als genug. 72 Polizisten haben sich beworben, 60 davon Frauen. Der Probegalopp auf den Straßen Wiens soll wie geplant vor dem nächsten Sommer beginnen.